So, meine Freunde, ich bin wieder da. Ich werde jetzt mal mein Schwert in der Hand nehmen und werde mich mal hier todesmutig hinüberfliegen. Da unten ist Miasma, ist rotes Miasma, wie es aussieht. Ist das hier versunkene Stadt der Erbauer? Ist das hier Standort unten? Also wir müssen doch hier runter. Alles klar. Gut, dann kreisen wir mal. Und stürzen uns mal hier runter. Aber so, dass wir auch einigermaßen gut landen. Oh, jetzt bin ich ja voll in die Brühe reingeflogen. Oh ja. Voll in Matsch rein, in den Teer. Oh je. Müssen wir ja aufpassen. Wir sind ja. Was seid denn ihr für welche? Hä? Was sind denn das für Gegner? Sind meine Pfeile wirklich für die so giftig? Hm, ja gut. Dann können wir auch mal hier unten schauen, was hier unten ist. Nein, du sollst ja nicht fliegen. Oh, wo fliegt denn der wieder hin? Kommt dort rüber. Das sind aber schwache Gegner, das würde ich sagen. Aber es kann mir ja recht sein. Auch nicht unbedingt immer die übelst starken Gegner, die dir das Leben schwer machen. Hat doch gar nichts angezeigt, wie stark die sind. So, haben wir den da oben schon geplündert? Ich weiß es nicht. So, jetzt müssen wir trotzdem nochmal in die Stadt der Erbauer hinüber. Ja, den haben wir schon zerlegt, alles klar. Müssen wir mal sehen, wie wir jetzt hier rüberkommen. Wir hupfen mal hier rüber. Hops. Da hinten sind auch noch welche. Na, gucken wir mal, was das für Gegner sind. Welche Stärke die haben. Welche Kusch. Hm. Sehr stark scheinen sie nicht zu sein. Ach, was ist denn das da oben bei einer? Na warte, ich komme jetzt noch mal bei. So, schauen wir mal, was es hier noch gibt. Hier sind auch Tieren, wenn man drauf macht. Oh, guckt euch an hier. Die haben eine schöne Hütten, haben die sich gebaut hier. Segen erhalten. Jawohl, holen wir uns den Segen ab. Was ist hier drin? Ist nichts. Ah ja. Bronzebahn. Stöckchen. Nehmen wir mal mit. Holz nehmen wir einmal mit. Also. Ach, hier ist noch einer. Na mal, Kollege. Was ist denn das überhaupt für ein Gebiet? Nicht mal auf der Karte gucken. Steht doch gar nichts da. Wir sind noch nicht in der versunkenen Stadt der Erbauer. Nee, nee, das ist hier so ein Yucador. Hallo, ist hier jemand? Och, der Schamane ist da. Oder ein. Ach, 15er sind das. Alles klar. Auch hier können wir schlafen in diesen komischen Dingern, diesen Vogelnestern. Will ich aber nicht raus hier. Kannst du das mitnehmen? Können wir das uns auch bauen, so ein Vogelnest für unterwegs? Glaube ich natürlich nicht. Ah, hier nehmen wir Stroh mit. Ah, wir nehmen alles mit, was wir hier finden. Gut. Ja.
Oh, hier versinkt man. Muss man aufpassen. Eieieiei. Komm raus hier. Hopp. Ah ja, und nicht dort hinterfliegen, du Spinner. Der Speerwerfer hier. Erstmal hinauf. Kommt man nicht hinauf. Da oben ist auch noch einer. Na, guck mal. Die schießen wir mal ab. Komm. Da. Nee, da kannst du nicht rein hier kriechen. In das Loch rein kriechen hier. Nee, das geht nicht. Och, nee. Da muss doch hier irgendwo ein Eingang sein. Ach hier, alles klar. Guten Tag, bin auch da. Das ist so ein Gebetsstein drin. Hart, na war mit. Was ist da drüben? Habt ihr das gesehen? Da kullern solche Kugeln rum. Da muss es doch was geben, oder? Hm. Oh, kommst du raus hier? Na gut, die machen uns nicht so viel Schaden, diese lilan Kugeln, diese Energiebälle. Irgendwie ist das hier wie ein Labyrinth aufgebaut, oder? Ich wollte mir eigentlich auf der anderen Seite das nochmal anschauen. Wo die Kugeln umkullern. Dann müssten wir doch von hier aus wieder hinkommen, oder? Hier lang. Hier ist es. Also hier ist aber nichts weiter. Das ist nur, damit der Zugang zu dem hier irgendwie gestört ist. Ne, hier gibt es auch nichts Besonderes. Oder ist hier noch irgendwas? Aber hier kommen immer wieder mal solche lila Kugeln.
So, wir schauen mal hier weiter. Was wir hier noch so finden. Hier kommen wir lang. Der hat auch hier. Die Treppe ist. Ah, die ist zugewachsen. Deswegen, alles klar. Deswegen haben wir die auch nicht gefunden, die Treppe. Ist hier irgendwas? Scheint nicht so zu sein. Gut, wir gehen mal hier hoch. Auf alle Fälle war hier irgendein Schalter versteckt. War da oben noch was? Nee. Hier ist was zu lesen. Ein Aufruf an die Würdigen. Ich wusste nicht, dass die Erbauer hier einst Strukturen errichtet hatten. Meine Mutter, Königin Erlands, nannte das Schwarzmoor ein Niemandsland. Hatte sie etwa Geheimnisse vor mir? Wir stellen ein Gefäß in das Hauptgebäude und ich lernte, was es bedeutet, ein Signal an die Würdigen zu senden. Die Erbauer bildeten einen Kreis und streckten ihre Hände in Richtung des Firmaments. Einer sprach in einer fremden Sprache, als sich die Sternkonstellation am Nachthimmel veränderte. Erst begannen die Sterne zu funkeln, dann zu zucken. Ich glaubte zu sehen, wie der Himmel in tausend Teile zerbrach, die alle über mir glitzerten und das Licht meiner eigenen Augen wie in einem Kaleidoskop reflektierten. Eine klare Brechung des Ganzen, symmetrisch und himmlisch. Das Licht war überwältigend. Mein Kopf begann sich zu drehen und ich fiel zu Boden, wo ich später erwachte. Vielleicht ist das Geheimnis, die sowohl ich als auch meine Mutter bewahrt. Vielleicht ist das Geheimnis, das sowohl ich als auch meine Mutter bewahren mussten. Königin Jasmina. Alles klar. Das haben wir gelesen. Jetzt wird es auch langsam dunkel hier. Ich glaube, nee, es ist noch nicht dunkel. Es ist war bloß hier drin dunkel. Alles klar, die Erdbeeren, die können wir schon mal ernten. Haben wir auch was zu essen für unterwegs. Und den Flachs, den machen wir auch ab. Den kann ich ja auch gebrauchen. So, jetzt schauen wir mal, was es hier noch so Schönes gibt. Auf alle Fälle ernten wir mal den Flachs. Ich habe zwar zu Hause schon den Haufen angebaut, aber man kann immer noch was gebrauchen. Ernten die Erdbeeren. War hier hinten noch was? Was ist denn das hier? Ist das Salbei? Ne, kriegt man nichts damit. Die sind schön lila Blumen. So, schauen wir mal hier weiter. Camille, Camille. Hier muss ja noch eine Sache versteckt sein. Ich schmeiße mal ein Irrlicht, damit wir hier in den dunklen Ecken was sehen. Ist das hier? Wieso ist das hier? Ist hier was versteckt? Nee. Ich gehe mal gegenüber.
Waren wir hier nicht schon mal? Nee, hier ist nichts weiter. Scheint nichts zu sein. Da musst du aber wirklich aufpassen, dass man sich nicht verirrt. Hier ist auch nichts, links und rechts. Ist es das wieder, wo wir... Oh ja, das ist der Anfang wieder, alles klar. Das waren wir wieder, sind wir wieder zurück zum Anfang gelaufen. Haben wir uns doch ein bisschen in die Irre führen lassen hier. Also, wir gehen mal hier hinten lang. Oder hier. Hier ist so eine Treppe nach unten. Ah, böse Falle. Jetzt wird es aber dunkel. Jetzt wird es dunkel. Hier waren wir gerade. Hier waren wir noch nicht. Hier waren wir noch. Doch, hier waren wir doch. Hier ist doch der Schalter, oder? Müssen wir hier rüber? Wir fliegen mal hier rüber. Fahrtstandort. Fahrtstandort, alles klar. Standort oben. Hier haben wir auf alle Fälle mal einen Speicherpunkt. Wo wir wieder rauskommen würden, wenn wir uns hier verirren oder wenn wir hier sterben. Hier geht es auf jeden Fall erstmal nicht weiter. Da zählen wir auf alle Fälle mal nichts. Dann gehen wir mal hier durch. Geht nicht auf. Warum nicht? Ah, wir haben erst einen oder drei Schalter. Alles klar, müssen wir noch zwei Schalter finden. Noch zwei Schalter müssen wir finden. Alles klar. Hier kommen wir auch nicht rein. Das gehört mit dazu. Da oben ist eine Truhe. Das geht auch nicht auf. Alles klar, das ist ein Komplex. Öffnen. Was haben wir hier gefunden? Abgenutzte Klingen, Nahkampfwaffe 15. Alles klar, nehmen wir mit. Auch wenn sie abgenutzt sind. So, da drüben waren wir. Da war ein Schalter. Was ist dort unten? Wir gehen mal dort runter.
Hier geht's wieder nicht weiter. Ja gut, wir haben noch ein paar Irrlichter dabei. Wir haben noch ein paar Irrlichter dabei. Hier geht's auch nicht weiter. Ist da drüben irgendwas? Oh! Ja, ablanden. Na. Dann müssen wir mal schauen, ob wir hier noch was finden. Irgendwie müssen wir ja hier hochkommen. Oh, ist immer gefallen. Oh, ist auch, das ist Schlamm. Oh, jetzt sind wir im Schlamm versunken. Oh je. Oh ja, gut. Jetzt müssen wir unseren Todespunkt finden. Und der war auf alle Fälle hier in dieser Richtung. In dieser Richtung war der. Aber ich glaube, es wird langsam wieder hell. Das wird dann ein bisschen mehr sehen. Was da drüben? Das könnte da drüben gewesen sein. Genau. Das muss hier irgendwo gewesen sein. Sieben Meter. Acht Meter. Da muss er hier irgendwo sein, unser Todespunkt. Elf Meter. Also muss er hier drüben irgendwo. Ah, hier ist eine. Hier ist eine Kletterwand zum Hochklettern. Wir suchen aber erst einmal unseren Todespunkt. Jetzt ist er 17 Meter weg. Oh ja, wir haben den nächsten Schalter gefunden durch Zufall. Okay. Ja, jetzt wird er. Ist klar, hier runter. Da muss er doch hier irgendwo sein, unser Todespunkt. Okay, 12 Meter. Wo soll der jetzt sein?
haben wir uns auch wieder irre führen lassen hier. Na komm hoch, ist besser wieder gefallen. Ach, in den Moor ist er wieder versunken. Ach, du kriegst die Motten, ist aber zwei Todespunkte. Alles klar, meine Freunde. Ha. Wiederbeleben. Haben wir jetzt zwei oder haben wir nur einen? Nur einen haben sie uns wahrscheinlich aufgebürdet. Gut. Auf alle Fälle ist das nicht der Hit, was hier ist. Ich glaube, ich werde mich jetzt hier erstmal. Ich mache jetzt hier erstmal einen Cut. Setz mich hier an die Seite und warte, bis es hell ist, damit wir was sehen. Ja, ich werde mich erstmal hier an die Flamme setzen und warte, bis es hell ist. Setz dich hin, mein Freund. Jawohl. Wir nehmen inzwischen erstmal einen Trank, setz dich hin und wir warten, bis es wieder hell ist. So, meine Freunde, es ist wieder hell geworden, jetzt sehen wir auch was. Also, wir werden uns erstmal ein Frühstück gönnen. Und zwar nehmen wir einen Schluck Wasser. Wir essen eine Keule. Ein paar Eier. Genau. Und dann werde ich einen Trank der Brut, dass wir 20% bessere Ausdauer haben. So, weiter geht's. Jetzt müssen wir mal schauen, wo unser Todespunkt ist. Auf alle Fälle müssen wir irgendwie hier lang, denke ich mir. Auf alle Fälle haben wir durch Zufall den zweiten Schalter aktiviert. Der war da drüben unser Todespunkt, glaube ich. Genau, wir fliegen mal da drüber. Stück hoch und wir landen. Ah! Da haben wir uns jetzt aber feste Knochen gebrochen hier. Und gut, dass wir ein paar Tränke dabei haben. Also den Schalter, den haben wir betätigt. Ich denke mal, da müsste gegenüberliegend auf der gegenüberliegenden Seite auch noch was sein. So, was ist dieses Trampolin hier? Ja, was ist dieses Trampolin hier? Um hier rüber zu kommen, glaube ich nicht. Wir klettern mal hier runter. Ach, da unten ist so ein Viech, alles klar, das brauchen wir eigentlich nicht. Müssen wir uns mit diesem Viech anlegen? Ne, ich glaube es nicht. Aber wir klettern trotzdem mal hier runter. Da scheint irgendwas zu sein. Aber da ist doch wieder irgendwie. Kommen wir doch wieder hier in den Matsch schneiden. Das ist keine gute Idee. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Aber hier unten sind doch irgendwelche. Naja, gut. Och. Auf alle Fälle muss hier irgendwo unser Todespunkt sein. Jetzt haben wir wieder 18 Meter. 22 Meter. Jetzt wird es auf alle Fälle wieder kleiner. Also muss er ja hier irgendwo sein. 10 ist mal wieder bei 12 Meter. Hier unten. Ah, hier ist er. Naja gut, dann haben sie uns hier aber gnädigerweise den Punkt hierher gesetzt. Gut. Jetzt können wir uns auf alle Fälle erstmal hier weiter umschauen. Da drüben ist auch noch irgendwas. Da unten ist ein Feuer. Da schauen wir mal hier runter. Ah, da müssen wir schon mal springen, nützt nichts. Aber hier
scheint nichts weiter zu sein. Ne? Hier hinten ist nichts. Entweder geht's hier drüben weiter. Ah, hier hinten sind wir gekommen. So. Da drüben soll da irgendwas sein. Nee, doch nicht immer gleich so weit fliegen. Junge! Da fliegt mir aber zu schnell. Aber absolut zu schnell. So, jetzt sind wir in der Nähe von den Trampolinen. Irgendwo muss es uns ja hinführen, das Trampolin. Na komm, hoch! Hoch! Jetzt ist er wieder abgesoffen, oder? Oh, tatsächlich. Bist wieder gefallen. Oh, nur weil ein Quatsch. Herrlich, jetzt sind wir wieder abgesoffen. Ah, oh, wieder belebt. Da war wieder mal ein Todespunkt. Gott. 180 Meter. Na ja, gut. Alle Fälle müssen wir hier hinten lang. Da drüben ist irgendwo unser Todespunkt. Da unten ist er. Also da unten wollen wir unseren Todespunkt zurück. Nein, doch nicht immer hier in den Mist hineinhupfen. Alter Spinner! So, alles klar, meine Freunde. Das war's dann. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Da werden wir weiter hier unten erkunden. Aber schade, dass man hier jetzt keinen Speicherpunkt setzen kann. So, auf alle Fälle. Muss ich mir jetzt mal einen Punkt suchen, wo ich mich aufhalten kann. Ach. Gut, alles klar, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder, meine Freunde. Ich versuche mal hier einen Platz zu finden, wo ich übernachten kann.